Willkommen zurück, Leute, zu Super Mario 64. Im letzten Part haben wir die 100 roten Münzen und auch die 100... Ach, die 100 Rotmünzen, ja, weil die 100 Münzen gesammelt und so. Und die Truhen haben wir auch geöffnet, ja. Nun geht es darum, durch die Ringe zu schwimmen. Oh mein Gott, was kann es nur damit auf sich haben? In diesem Level gibt es ja einige Ringe, muss man so sagen. So, zum einen... könnten es diese Ringe hier sein, ne? Theoretisch, also ich meine, spricht jetzt nicht unbedingt viel gegen, dass es diese Ringe sind. Die sind es aber nicht. Nein, natürlich nicht. Das wäre ja auch zu einfach. Wobei die Aufgabe, die uns bevorsteht, sogar, ja, wahrscheinlich noch leichter ist. Mit einer Kleinigkeit, die, wo ich gar nicht weiß, ob die störend ist. Mein Controller fällt gerade ein bisschen. Ich habe gerade mal reingeguckt. Ich benutze das N64 Gamepad und da war der Analogstick ja so, dass der ziemlich schnell scheiße wird. Ja, sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Und das sind übrigens die Ringe, Leute. Die kommen aus diesem Strudel. Wir müssen, glaube ich, 5 Stück durchschwimmen. Und das geht am besten, ja, ganz einfach. Das zeige ich euch gleich. Auf jeden Fall war der Control-Stick ja immer ziemlich schnell kaputt. Wir bleiben einfach stehen. 3, 4 und 5. Und da kommt der Stern. Bleibt er da drin? Der bleibt da drin, alles klar. Okay. Dann wieder so ein Scheiß, na gut. Dann ist das eben so. Er kriegt's trotzdem hin. Ja, der Controller, der reibt sich ja da unten so, kann man sagen. Also an seinem... Ja, der reibt sich. Wie soll ich das jetzt erklären? Wie sagt man das am besten? Auf jeden Fall hat man am Ende, da wo der Analogstick drin ist, so eine Art Mehl. Und... komm. Also nach heftigem Einsatz oder mehrfachen Einsatz, kann man sagen, hat man das halt. Und da habe ich jetzt gerade mal nachgeguckt. Ja, und ich sollte wirklich aufhören, versuchen das zu erklären. Ich krieg's ja nicht hin. Ich sollte lieber schneller sein. Okay, das klappt auf jeden Fall besser wie in der Piratenbucht-Panik. Das kann man schon mal sagen. Ich meine, da habe ich mir echt was zusammengekrampft hier, um den Stern da aus dem Strudel zu holen. Das war wirklich nicht so einfach. Ja, ja. Und da rein. Wunderschön, Mario. Wunderschön. Du machst das einfach so schön, dass ich es gar nicht glauben kann. Folge dem Fisch. Folge dem Fisch? Das steht da? Eigentlich sollte es heißen, folge dem Rochen. Weil, denn auch hier bei diesem Rochen kann man wieder cool durch Ringe schwimmen. Und auch hier sollen es eigentlich 5 an der Zahl sein. Natürlich sollte man das auch hinkriegen, ja. Das wäre auf jeden Fall sehr von Vorteil. Ich weiß auch nicht, warum er jetzt gar keinen mehr nimmt. Okay, ich bin auch gerade echt... schlecht dabei. Ich bin zu dicht dran. Ich muss den erstmal ein bisschen gewähren lassen, ja. Der Rochen braucht auch seinen Freiraum. Da ist... ja, also jetzt. 1, 2, 3. Das sind die richtigen Abstände, die man braucht. Und den letzten habe ich gefailt. Wunderbar, Wollo. Du bist ein Held. Wie es keinen zweiten gibt. Verdammt. 1, 2, 3. Jetzt kommt da erstmal lange Zeit nichts. Ja, ja. Was? Irgendwie kann man die Abstände zu diesem Rochen schwer einschätzen. Kann das sein? Bilde ich mir das ein? Ich finde es ein bisschen sehr... mehr überhaupt kann man die Abstände hier relativ schwierig einschätzen. 3, 4... Oh, ich fasse es nicht. Ich krieg das nicht hin. Boah, Leute, das gibt's ja nicht. 1, 2. Man sieht auch gar nicht, wo die sind. 4. Oh, wieso zählte der jetzt schon wieder nicht? Das kann doch nicht sein. Okay, ich folge ihm jetzt. Bis jetzt hört er ja erstmal wieder auf. Jetzt kommen 5 neue. Es kommen immer 5. Boah, die sind aber blöd. Ja, voll nicht gepackt. 2. Oh, ja, na sicher. 3. 4.
voll durch. Ich wollte es gerade sagen. Also wenn das jetzt nicht passt, dann raste ich aus. Schon wieder schwieriger, als man sich das vorgestellt hat. So, jetzt müssen wir hier diesen Stern über dem Strudel einsammeln. Aber auch das gelingt uns natürlich ohne große Probleme. Ja, ganz, ganz klar. Folge dem Fisch. Ich hätte immer noch gedacht, es ist Folge dem Rochen. Aber was soll's denn? So, wie viel fehlt noch? Eine oder zwei? Ich glaube, es fehlt sogar nur noch eine. Ja, vereine die Mützen. Wir müssen die Mützen kombinieren für diese Aufgabe. Es ist auch mal eine, ja, schöne Aufgabe, keine Ahnung. Schöne Aufgabe, wenn man die Mützen schon freigespielt hat, auf jeden Fall. Wenn noch nicht, dann denkt man sich, hä, was, wo kriege ich denn die andere Mütze her? Das war ja damals dann auch gar nicht so einfach herauszufinden, wo es die Mützen tatsächlich gibt, oder? Also, naja. Ich finde es auch immer, überhaupt in Super Mario Spielen, relativ schwierig, die geheimen Ausgänge zu finden, wenn ich da zum Beispiel an Super Mario World denke. Also ich für meinen Teil, als Kiddy, habe keinen einzigen geheimen Ausgang in Super Mario World entdeckt. Ne, habe ich auch, ehrlich gesagt, nie versucht. Wenn da so ein Schlüssel war, dann war mir das vollkommen egal. Und das ist auch so eine Sache. Ich habe auf jeden Fall vor, irgendwann mal Super Mario World hier zu Let's Playen und auch das Ganze zu 100% natürlich, aber wenn ich so drüber nachdenke, dass ich keine Ahnung habe, wo diese verdammten, die verdammten geheimen Ausgänge sind, dann macht mir das ein bisschen Angst. Muss ich gestehen, ja. Aber ich denke mal, das wird irgendwie gehen. Vielleicht kann ich das auch als Together mit jemandem machen, der sich auskennt. Das wäre vielleicht gar nicht mal so dumm. Da muss ich hin. Ihr seht schon, der Stern, der da in einem Käfig ist. Und unbedingt raus möchte. Allerdings bezweifle ich fast, dass wir so weit kommen. Okay, aber es scheint ja nur mit den beiden zu gehen. Sobald ich hier drin bin, ist es ja egal. Ja, okay. Ab hier passt es ja. So, und wir haben ihn noch mit beiden Mützen bekommen. Weil wir so gut sind. Ja, natürlich. Vereine die Mützen. Juhu, geschafft. Bam. Und auch dieses Level, das eins meiner Angstlevels war, haben wir überstanden. Finde ich cool. Jetzt haben wir hier unten auch, ich glaube, alles erledigt, oder? Wupi-Waba-Wüste, Lava-Lagune, grüne Giftgrotte. Da finden uns noch die 100 Münzen. Big Boos Burg. Ja, könnte man. Muss man aber jetzt nicht unbedingt, oder? Ich meine, wir haben in dieser. Haben wir in diesem Party 100? Ne, wir haben im letzten Party 100 Münzen. Ja, es ist. Könnte. Man könnte. Man könnte theoretisch, aber. Ich will gerade nicht. Nee, ich warte noch ein bisschen. Wir können aber jetzt die obere Tür hier aufschließen. Und ein weiteres Stockwerk höher gehen. Indem es ganz, ganz, ganz klasse Levels gibt, in denen ich mich wirklich, wirklich wenig auskenne. Relativ wenig. Das ist so eine Hasswelt von mir. Die machen wir jetzt auch definitiv nicht sofort. Weil ich meine, ganz ehrlich, zweimal hintereinander direkt so ein Mist mit Wasser. Ich glaube, dass dieser Toddy uns auch noch einen Stern übergibt. Ja, tatsächlich. So, 74. Okay, damit haben wir 12 geheime Sterne in diesem Schloss gefunden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Was gibt's hier? Ich habe ganz bestimmtes Level mit euch vor. Das hier erstmal nicht. Das werden wir wahrscheinlich nach dem Level machen, was jetzt kommt. Denn hier gibt's noch eine coole Sache. Hier nämlich. Und zwar ein Spiegelraum, wo ich es besonders cool finde, dass sie sogar daran gedacht haben, dass Lakito uns ja filmt. Ich meine, der dreht ja einen Film. Und ich finde es auf jeden Fall cool, dass das so bedacht wurde. Und selbst wenn wir die Kamera so drehen, dann geht der Lakito mit. Es ist cool. Auf jeden Fall, Leute, ihr seht schon, hier in diesem Spiegelding ist ein Bild. Aber hier nicht. Oh mein Gott. Dann können wir da wahrscheinlich rein. Und wir können es auch. Wie ich das damals als Kind rausgefunden habe, weiß ich nicht mehr. Erklimme den Kopf. Wie immer, die erste Mission in einem Level irgendwie nach oben und so. So, ich glaube, wir können hier sogar ganz gut abkürzen. Das hier wird übrigens, glaube ich, auch ein relativ kurzes Level. Hui! Ja, Mario, Rückwärtsgang. Coole Sau. Ja, komm, ich bin zu blöd. Dann gehen wir den altertümlichen Weg, den herkömmlichen Weg. Macht ja nichts. Sprung. Wir können uns auch das Level ein bisschen angucken, oder? Ich meine schon. Ja.
Die Viecher, die werden wir noch brauchen. Aber jetzt erstmal nicht. Das hier ist übrigens auch so irgendwie gar kein Problem. Ja, genau. Siehst du? Was hast du gerade gesagt, Chris? Gar kein Problem? Das Wasser tötet uns übrigens langsam, weil Mario kaltes Wasser scheinbar nicht so mag. Der ist ja drauf. Komm, geh da jetzt hoch. Mann. Der Junge, der macht mich nochmal fertig. So. Zieh ein bisschen vorsichtig. Auf einen riesengroßen, schönen Schneemann. Ich finde die Idee eigentlich nicht schlecht hier. So ein riesengroßer Schneemann mitten im... So ein Schneelevel, das macht mir echt Lust auf Weihnachten oder generell die Winterzeit, die wir ja auch gerade fast haben. Ja, es ist zwar Herbst, aber es fühlt sich schon so für mich so ein bisschen nach Winter an. Ja, ich stehe drauf. Ich bin ehrlich, komm. So, und Dreisprung und drauf da. So muss das nämlich aussehen eigentlich. Ja. In Banjo-Kazooie wurde das Ganze ja auch übernommen. Da gibt es ja Frizzy Peak und dort gibt es ja auch einen Schneemann, der natürlich noch um einiges schöner aussieht als dieser hier. Und dieser kann sogar sprechen. Hey, wer ist da? Wer meint, auf mir rumlaufen zu müssen? Ein Eisfloh oder eine Schneefliege? Egal, was es ist, auf jeden Fall stört es mich, aber mein Eisatem wird mich davon befreien. Aber der Pinguin darf da laufen, ne? So, diesen Pinguin müssen wir übrigens nutzen, also... Der beschützt uns vor dem Eisatem, auch wenn er das, glaube ich, unfreiwillig macht. Denn jetzt müssen wir so ein bisschen mit ihm mithalten und dann wieder einen Schritt zurückgehen. Und dann läuft er wieder und ich glaube, gleich rennt er einfach nach vorne los. Genau. Ja, das haben wir ganz locker gepackt. Hätte mich auch wirklich gewundert, wenn wir es nicht geschafft hätten. Und nein, vorsichtig, Mario. So, haben wir auch diesen Stern. 75. So, das wird jetzt so ungefähr meine Bestzahl sein, sage ich jetzt einfach mal. Ab jetzt ist alles mehr als jemals zuvor. Coole Sache, auf jeden Fall. So, was ist denn hier die nächste Aufgabe? Spiele mit Bad Bully. Endlich mal wieder so ein bisschen Bully-Action. Ja, wir haben sie natürlich wahnsinnig vermisst. Klar. Ich meine, der Bad Bully, der ist schon hier. Ja. Diesmal auf einer Eisfläche und Bully ist auch vereist, sagen wir jetzt einfach mal. Zack und noch ein Tritt und noch ein Tritt und das war's für Bully. Das Wasser hier unten ist für uns auch ungefähr so wie Lava, lässt sich zumindest damit vergleichen. Wir kriegen auf jeden Fall mächtig einen auf den Arsch, wenn wir da drin landen. Gut, ich überlege gerade, machen wir noch einen Stern? Wir machen auf jeden Fall noch einen Stern. Allerdings nicht unbedingt den, der uns jetzt vorgeschlagen wird, weil wenn das jetzt 8 rote Münzen und so sind, dann würde das ja ganz schön lange dauern. Wage dich ins Eis, das ist genau das, was ich tun wollte. Das ist doch, es ist ja traumhaft. Nee, das ist ja gar nicht, oder doch? Ist das hier wage dich ins Eis oder die andere Aufgabe? Aber diese Aufgabe wollte ich auf jeden Fall mit euch machen. Hier ist ein Haus. Ein Haus, das ein wenig... kompliziert ist oder auch nicht, denn das war's schon. Da könnten wir eigentlich sogar noch einen Stern machen, ja. Ja doch, wir machen noch einen Stern. Das ist sonst ein bisschen lame. Wage dich ins Eis gepackt. Ja, das war ja, wow, das war ja eine richtige Herausforderung. Die 8 roten Münzen gehen hier theoretisch auch schnell, wenn man da nicht noch... Wobei, ich glaube, ich muss die 8 roten Münzen... einzeln machen. Aber die Aufgabe, die wir jetzt haben, wage dich in den Eissee, ist auch die Aufgabe, die wir jetzt sowieso hätten machen wollen. Also ich für meinen Teil, ja. So, da können wir ganz einfach auf den hier drauf springen. Zack. Hier rüber. Und hier dürfte schon der Stern sein. Ja. Wunderbar. Wie gesagt, das hier ist ein ziemlich kurzes Level. Ja, wenn man mal bedenkt, so ein schönes Eislevel. Also ich finde die Eislevels eigentlich ganz cool, dass die so kurz sind. Was ist das jetzt? Oder nur 2? Es ist fast schade. Geh jetzt zum Eissee. Haben wir auch geschafft. Wir haben 78 Münzen, Leute. Und ich verabschiede mich für heute erstmal. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dann und ciao.